Wir sind gesegelt. Auf einem Dragonfly 28 Sport. Das war der absolute Oberhammer. Früher war Meerrumpf sehr, das war nicht so häufig, das war nicht so anerkannt. Aber heute, wenn man an anderen Leute vorbeisegelt, dann machen die so top, das sieht gut aus. Aber früher wollen die gar nichts Hallo sagen. So, das hat sich geändert. Ich bin Jens Lindemann, bin an der Nordseeküste mit dem Segeln groß geworden, habe auch dort als Skipper gearbeitet lange Jahre, arbeite jetzt für eine Boots- und Schiffswerft und betreue nebenbei den Carbon Racer Hexe. Für mich war das Segeln mit dem Dragonfly 28 Sport meine Multihull-Premiere und ich war von Anfang an völlig begeistert über die Leichtigkeit, mit der so ein Schiff zu steuern ist und auch natürlich über die hohen Geschwindigkeiten. Das zeichnet dieses Boot natürlich aus. Mein Vater ist Holzbootsbauer und hat früher Ruderboote gebaut, Segelboote, hat auch den Binnendinghy für Parallelstrom gebaut, das er für Helsingfors, Olympia verwendet hat. Dann ist er nach USA emigriert und ist dann in Vancouver gelandet und seit damals waren nur Trimarane im Kopf von meinem Vater. Er wollte Trimarane bauen. Aber in Dänemark in 67, das war einfach zu früh. Also, er hat ein Boot gebaut und verkauft, aber Leute dachten, das war so ein Boot mit grünen Männern an Bord von Mars. Und das hat gar nicht geklappt. Obwohl das Konzept damals super war, das Boot war qualitativ fein und schön, aber hat einfach nicht gezündet. Und das Schiff kann sehr viel, es kann im Flachwasser fahren, es ist auf der Kreuz schnell, es ist irrsinnig schnell auf Raumschutzkursen und gleichzeitig bietet das natürlich den Vorteil, dass man einen variablen Tiefgang hat, also im Wattenmeer segeln kann oder auf flachen Seengewässern. Die Nachteile an solchem Schiff sind sicherlich die hohen Kosten, die gewaltige Breite und das vergleichsweise geringe Innenraumvolumen. Der Innenraum ist etwas kleiner als auf einem vergleichbar großen Monohull. Kann aber genauso viel, da der Platz sehr effizient genutzt ist. Unter Deck fühlt man sich ein bisschen an einen Jollenkreuz erinnert. Es gibt eben in der Mitte einen Schwertkasten. Vorne im Vorschiff gibt es die klassische Dreieckskoje. Unter dem Cockpitboden befindet sich eine Doppelkoje. Die Salonbänke können in sehr kurzer Zeit zu Schlafkojen umgewandelt werden. Die Kojengröße ist völlig ausreichend, also ist wie auf einem konventionellen 28-Fuß-Schiff auch. Ich habe also bei meiner Größe überhaupt kein Problem gehabt, vorne drin zu liegen. Ich denke, vorne könnte man mit zwei Erwachsenen liegen, ebenso wie hinten in der Doppelkoje unter dem Cockpitboden. Die Pantry befindet sich rechts und links des Niedergangs. Auf der Steuerbordseite befindet sich das Waschbecken, auf der Backbordseite der Kocher. Die Kochzeile kann auch als Navigationsplatz benutzt werden, da man den Kocher mit einer Glasklappe verschließen kann und damit eine glatte Oberfläche hat. Stehhöhe gibt es tatsächlich nur im Bereich des Niedergangs. Das Interieur ist sehr einfach und in erster Linie auf Funktionalität ausgerichtet. Es gibt aber verschiedene Dekore und Polsterfarben. Jeder Kunde bekommt sein eigenes Farbkombination. Wir lackieren sehr viele Boote mit Farbe, sehr viel mit Metallic. Lack von der Autoindustrie, das ist auch ein Teil von dem Spaß. Der Dragonfly 28 kann mit einem bis zu 15 PS starken Außenborder ausgestattet werden, der mit der Pinne verbunden wird, sodass man im Hafen sehr gute Fahreigenschaften hat. Alle Leute fanden die Boote top, fein, hat Spaß gemacht, aber die hat einfach zu viel Platz aufgenommen. Und da haben wir dann über 2 Jahre da experimentiert und das Schwingwing, Dragonfly Schwingwing Konzept konzipiert. Und seit damals ist es dann so nur aufwärts gegangen. Mit Hilfe einer Endlosleine wird der Schwimmer ein- oder eben wieder ausgezogen. Und das ermöglicht dem Boot eine Gesamtbreite von 2,55 Meter. Man braucht kein Werkzeug und das dauert circa 30 Sekunden, 30, 40 Sekunden pro Seite.
Und man braucht nicht Professor zu sein. So das ist, das geht ruckzuck einfach, weil sonst hat es keinen Zweck, sowas zu machen. Der Mechanismus, mit dem man die Schwimmer einklappen kann, macht einen sehr ausgereiften und sehr soliden Eindruck. Auch da wird auf einen langen Erfahrungsschatz zurückgeblickt. Das geringe Gewicht und die stark reduzierte Breite auf 2,55 Meter ermöglichen das Boot zu trailern, auch ohne Sondergenehmigung. Man kann selber Mast legen, also im Prinzip im Hafen rein segeln, Boot zusammenklappen, direkt auf den Hänger holen, Mast legen und losfahren nach Hause oder nach Mittelmeer. Die Faszination sind die hervorragenden Segeleigenschaften und in erster Linie für mich ist es Speed, sicherlich das aufrechte Segeln und das Verhalten bei Welle. Das Schiff durchschneidet die Wellen und bolzt nicht wie ein schwerer Monohull von einem Wellental ins nächste. Also zunächst war ich schon etwas aufgeregt, da ich noch nie so ein Boot gesegelt habe, habe aber sehr schnell festgestellt, dass man mit ganz wenig Ruderdruck das Boot sehr gut kontrollieren kann und das Boot eben sehr stabil jede Böe in Geschwindigkeit umsetzt. Um so ein Boot am Limit zu segeln, muss das Boot schon aktiv gefahren werden und da braucht man schon eine gewisse Übung. Es geht ja nicht, wenn wir ein Produkt bauen, wo das nur für Profis und Olympiadesegler ist. Man kann so ein Boot aber auch genauso mit reduzierter Segelfläche sehr einfach segeln mit normalen Segelkenntnissen. Zunächst hat mich das auch verunsichert, dass der Leeschwimmer bei harten Drückern vorne weggetaucht ist. Hab dann aber gemerkt, dass das Boot gar nicht beeinflusst wird dadurch und man kann sicherlich in diesem Moment die Segelfläche reduzieren, um kontrollierter zu segeln. Aber es ist nicht unbedingt nötig gewesen. Die Großschot ist 24-fach geschoren. Daran sieht man, welche ungeheuren Drücke auf solch ein Schiff wirken. Dadurch, dass es immer aufrecht segelt und der Druck nicht bei Kränkung davon geht. Das Schott hier ist so konstruiert, dass muss hier 10 Tonnen Belastung, Kompression aufnehmen. Gleichzeitig mit 2 Tonnen hier im Großschot. Das sieht ja nicht so aus, dass es so kräftig ist, aber das kann echt sehr, sehr viel Kraft aufnehmen. So hier unten 10 Tonnen Zug und hier oben 10 Tonnen Kompression. Ein sehr teurer Teil vom Boot. Der 28 Sport hat einen 80 Quadratmeter Gennaker, der das Schiff erheblich beschleunigt und es ermöglicht, das Schiff jenseits der 20 Knoten zu segeln. Bei unserem Testboot haben wir einen Gennaker mit einem Bergeschlauch gefahren. Das hat die Bedienung mit kleiner Crew, wir waren zu zweit, sehr vereinfacht und hat das Ganze sicher und kontrollierbar gemacht. Unter solchen Bedingungen muss das Schiff aktiv gesteuert werden und mit hoher Aufmerksamkeit. Bei Böen muss abgefallen werden, damit der Leeschwimmer nicht eintaucht oder man gar einen Stecker fährt. Man kann auch konservativ segeln, mehr reffen und dann langsamer durch die Wellen segeln. Aber im Prinzip kann man ruhig Speed geben und dann wie eine Jolle so rein und raus, so also mehr wie Jollentechnik, jetzt am Windkursen. Halber Wind und vorm Wind, kein Thema. Also da düst das Boot ab und vorm Wind das Boot schaukelt oder geigt nicht wie ein Einrumpfboot. Man wird nicht so leicht seekrank. Mehrere von unseren Booten sind über die Atlantik gesegelt. Kann so ein Schiff kentern? Habt ihr damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Ist euch schon mal ein Schiff gekentert? Ja, das ist passiert, ja. Wir haben kein Boot über 30 Fuß ist in unserer Serie gekentert. Wir haben ja über 750 Trimaren gebaut und wir haben bis heute etwa 7 Boote von den kleineren. Aber das ist immer in Regatta. Im Regatta mit Spiel, wo die Leute den Kopf vergessen, passiert das, ja, oder kann das passieren. So dass es nicht häufig, Gott sei Dank. Ja. Anhand dieses Bootes kann man sehen, dass diese Firma Dragonfly auf eine sehr, sehr, sehr lange Erfahrung zurückblicken kann. Es ist alles vernünftig durchdacht. Das Schiff lässt eigentlich keine Fragen offen. Das hat mir große Freude bereitet. Das Schiff ist sehr hochwertig verarbeitet. Das Schiff verwindet sich trotz des Klappmechanismus nicht beim Segeln und macht einen unglaublich steifen Eindruck. Und auch die Beschläge sind sehr hochwertig und sinnvoll angeordnet. Das macht einen sehr guten Eindruck. Aus meiner Sicht ist das Schiff absolut ausgereift und es gibt keine Verbesserungsvorschläge von mir. Ich
bin der Meinung, man kann den Dragonfly 28 gut als Fahrtenschiff benutzen. Es gibt den Vorteil, das Schiff segelt aufrecht und man ist viel schneller von A nach B gesegelt, beziehungsweise kann viel größere Distanzen zurücklegen in der gleichen Zeit. Das ist auch für ein Fahrtenschiff nicht uninteressant. Unter Deck hat man aus dem Innenraum das Maximale rausgeholt. Man hat es geschafft, fünf vollwertige Schlafplätze zu schaffen, eine Toilette, einen Fäkalientank unterzubringen, eine Heizung bei Bedarf und einen Kocher, eine Druckwasseranlage. Das auf einem solchen Schiff hätte ich nicht erwartet. Wir verwenden viele teure Produkte und zum Beispiel auch Mastrutscher, das kostet auch ein paar tausend Euro, aber das ist nicht nur, dass die schön raufgeht, aber das ist damit man, wenn Wind kommt, dass man sicher reffen kann, ruckzuck, dass sie nicht so Plastikrutscher, die sich verhakt, wenn man reffen muss, dann muss man reffen, das muss funktionieren. Und so, wir spendieren viel Geld in Sicherheit, was viele andere Werft nicht so machen, aber das gehört zu unserem Konzept, das ist Top-of-the-Line-Qualität und das kostet Geld. Die Boote sind toll, aber die sind leider viel zu teuer, weil die sind sehr komplex aufgebaut und zu bauen und aus teuren Materialien. So ein Boot hier, ein 28er, Boot kostet so rund um die 150.000 Euro. So, es ist viel Geld für Fuß, aber in Speed ist es sehr günstig. Der hohe Preis schreckt sicherlich viele Segler ab, sich auf ein solches Experiment einzulassen. Das Boot ist teuer. Es gibt für den Preis wenig Innenkomfort. Es gibt aber unglaublich viel Geschwindigkeit, die sonst viel teurer sein würde. Sprich, eine Wally möglicherweise. 20-3, okay. Mich hat der Segel mit dem Dragonfly 28 Sport total begeistert. Die Geschwindigkeiten, um die 20 Knoten zu segeln, das kann jeden Segler nur glücklich machen. Das ist also eine große Freude und man kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Nach einem solchen Segel stellt sich die Frage, warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben? Man ist quasi infiziert von den Multihull-Segeln und kann sich kaum vorstellen, wieder auf einen Monohull zurückzukehren. Oh. Das ist ja leider wirklich so. Ja, das ist sehr schön.